Geopolitik ist wie Schach. Wer hier an Zufall glaubt, hat von diesem Spiel keine Ahnung. Er kann dieses Spiel nicht gewinnen. Beim Schach wie in der Geopolitik geht es um eine möglichst realistische Einschätzung des Gegners und eine auf ihn abgestimmte langfristige Taktik. Zbigniew Brzezinski, seines Zeichens Geostratege und mehrfacher US-Präsidentenberater, im Moment auch für Barack Obama, hat diverse Bücher zu diesem Thema geschrieben, zum Beispiel The Grand Chessboard. Wer die Welt beherrschen will, muss Eurasien beherrschen. Hier liegt das Gros der Bodenschätze dieser Welt. Und nur um die geht es. Brzezinski war nicht der Erste, der diesen Umstand erkannte. Im Grunde hat er nur übernommen, was Jahrzehnte vor ihm schon der britische Autor Havel Mackinder für das damals britische Weltreich erkannt hatte. Ohne die Ressourcen im gesamten eurasischen Raum kannst du die Welt nicht beherrschen. Es geht um Herrschaft, um Weltherrschaft. Alles, was wir an amerikanischer Außen- und Sicherheitspolitik erleben, ist diesem einem großen Ziel untergeordnet. Und alle embeddeten Staaten haben sich dieser Doktrin zu fügen. Man muss Geopolitik als ein großes Puzzle begreifen, um dessen Einzelteile, Länder, Regionen, Bodenschätze, ein permanenter Konkurrenzkampf besteht. In Afghanistan, dem Irak, Libyen, Mali oder aktuell Syrien geht es nicht um Menschenrechte, Demokratieexport oder Humanismus. Das ist alles nur Verpackungsmaterial. Wer das sagt? Jeder, der sich professionell mit Geopolitik beschäftigt. Zum Beispiel der in Passau lehrende Historiker für neue und neueste Geschichte, Professor Dr. Hans-Christoph Kraus, in einem unlängst erschienenen FAZ-Interview. Überschrift: Syrien. Und ihr denkt, es geht um einen Diktator. Und schon sind wir beim Iran. Iran ist für jeden Geostrategen ein Filetstück. Er verfügt über die größten Gas- und Ölreserven der Welt. Das weckt Begehrlichkeiten. Als der Iran über rund 30 Jahre von einem Diktator angeführt wurde, dem Schah von Persien, gab es keine Probleme mit dem Westen. Ganz im Gegenteil. Die USA hatten via CIA zusammen mit dem britischen Geheimdienst MI6 den Schah gegen den Willen des iranischen Volkes an die Macht geputscht, da sein demokratisch gewählter Vorgänger Mossadegh das Erdöl des Landes verstaatlicht hatte. Das passte vor allem dem Ölkonzern Anglo-Iranian Oil Company nicht, heute BP, denn er machte das Öl für den Konzern teurer und er schmälerte die Gewinne für den Konzern, sodass die Privatfirma die USA um Hilfe bei der Machtübernahme bat. Als Bezahlung durften im Anschluss auch US-Ölmultis am Ölreichtum teilhaben. Das britische Fördermonopol im Iran war dahin. 30 Jahre lang wurde im Iran parallel zur Ölförderung unter dem Schah gefoltert, verschleppt und unterdrückt. Demokratie, wie sie unter Vorgänger Mossadegh am Erblühen war, Fehlanzeige. Aber es gab auch positive Entwicklungen. Der Iran hatte mit Israel einen treuen Partner an seiner Seite. Man entwickelte gemeinsam Agrar- und auch Raketenprogramme. Kein Scherz. Diese Partnerschaft beruhte auf einer gemeinsamen Unterdrückungspolitik und einem gemeinsamen Feind. Der Iran erstickte alles im Land, was nach Mitbestimmung roch, und Israel führte und führt seit seiner Staatsgründung Krieg gegen seine arabischen Nachbarn und seine palästinensischen Ureinwohner, die nicht mal im Ansatz dieselben Rechte haben wie Israelis, auch wenn diese in Israel nicht einmal geboren wurden, sondern aus dem Ausland eingewandert sind. Das ist wie wenn der Deutsche auf Mallorca vor Ort deutsches Recht einführt, das dann aber nur für ihn gilt, da er ja Deutscher ist. Kein Spanier. Nur dass der sich nach der Einführung des deutschen Rechts die Frage stellen lassen muss, was er denn hier wolle als Ausländer ohne deutschen Pass. Würden wir Deutschen damit durchkommen? Wie lange? Zurück zu Israel. Was ist von dieser israelischen Besatzungspolitik eigentlich zu halten? Nichts. Sie ist menschenverachtend und führt definitiv nicht zu Frieden, sondern zum Aufstand durch die Palästinenser. Diesen Aufstand durch das Volk hat der Iran seit 1979 bereits hinter sich. Dass die Revolution unter Khomeini heute nicht zu mehr echter Freiheit geführt hat, muss man nicht diskutieren. Nur darf man eben die Vorgeschichte nicht vergessen. Auf der anderen Seite gilt aber auch der Ausspruch des italienischen Interventionskritikers und Professors an der Universität Bari, Luciano Canfora. Er sagte: Freiheit lässt sich nicht exportieren. Es sind niemals fremde Armeen, die dem Geist der Demokratie auf die Beine helfen. Zitat Ende. Außerdem gilt die bittere, aber ehrliche Erkenntnis von Avi Dichter, der zwischen 2005 und 2008 den israelischen Inlandsgeheimdienst Shin Bet führte, also in der Zeit der zweiten Intifada. Er sagte in der preisgekrönten Dokumentation The Gatekeeper: Man kann keinen Frieden mit militärischen Mitteln schaffen. Dieser Satz als Resümee eines langen Agentenlebens ist mehr als ein Totalschaden für die Verfechter der Politik der Stärke. Er ist ein Offenbarungseid. Wir sitzen auf einer Bombe und die Zeit läuft ab. Das ist die Kernaussage von Ami Avalon, der den Shin Bet zwischen 96 und 2000 führte.
Das Problem dieses Planeten ist, dass diese Bombe, von der hier gesprochen wird, die ganze Welt in einen Atomkrieg stürzen könnte. Wir stehen kurz davor, auch oder gerade, weil unsere nahezu vollständig in Arrest genommenen Massenmedien darüber nicht berichten, die Zusammenhänge nicht erkennen wollen oder besser dürfen. Uns sollte die Ruhe vor dem Sturm nachdenklich machen. Tut sie das? Ein Journalist muss die Zeichen der Zeit erkennen und richtig deuten. Das ist Arbeit von und für Profis und es gehört eine lange Erfahrung dazu. Man kann diesen Beruf des Berichterstatters mit dem des Kripo-Beamten vergleichen. Der Mitarbeiter der Mordkommission oder der Spurensicherung kann einen Tatort lesen. Dennoch benötigt auch er Zeit für seine Ermittlungen, denn Beweise könnten auch gepflanzt worden sein. Was ein Kripo-Beamter nicht unbedingt braucht, ist Mut. Seine von Staats wegen verliehene Kompetenz reicht, um im Falle eines Falles Haftbefehle in Auftrag geben zu lassen, über eine unabhängige Justiz. Die Presse muss man als Teil dieser Justiz verstehen, denn sie bringt Dinge ans Tageslicht, die im Falle X zu Ermittlungen führen. Es sei denn, diese freie Presse wird behindert, neudeutsch embedded, früher Zensur. Zensur dient immer nur einem Zweck. Hier haben Westpresse und orthodoxer Kleidungsstil der Frau im Islam eine Gemeinsamkeit. Es geht um Verschleierung. Der Presseschleier soll die, die Dreck am Stecken haben, schützen, vor allem vor Nachfragen oder einem unabhängigen Urteil über das, was man Fakten nennt. Wenn Benjamin Netanyahu bei einer Live-Schalte Jerusalem-Washington während des Jahrestreffens der pro-israelischen Lobbyorganisation APEC in seinen knapp 8 Minuten Auftritt ausschließlich über seine Angriffspläne gegen den Iran oder Syrien spricht, muss man sich als mündiger Bürger mit geschichtlichem Gedächtnis schon die Frage stellen, wie deutlich man es eigentlich noch auf dem Silbertablett serviert haben möchte. Hier wird ein Krieg herbeigeredet und der Weltöffentlichkeit als alternativlos verkauft. Was aber ist Krieg? Krieg ist nichts anderes als Terror mit einem größeren Budget. Krieg ist und war nie gerecht und Krieg ist auf gar keinen Fall sauberer geworden. Das Gegenteil ist der Fall. Die Zahl der Kollateralschäden ist extrem gestiegen. Während des Zweiten Weltkriegs galt, auf einen gefallenen Soldaten kommt ein toter Zivilist. 50-50. Heute ist das Verhältnis bei 9:1. Auf einen toten Soldaten kommen 9 ermordete Zivilisten, aber auch nur, wenn es zu einer Bodenoffensive kommt. Werden, wie heute üblich, vor allem Bombenteppiche ausgelegt, muss man schon auf dem Weg zum Kampfjet über seine eigenen Füße stolpern, um in der Statistik aufzutauchen. Als ziviles Opfer, zerfetzt von einem Bunkerbrecher, wird man am Schluss höchstens geschätzt und wenn es geht, vor allem verschwiegen. Wir erleben das im Moment in Mali. Die Franzosen bombardieren Tag und Nacht unter Zuhilfenahme deutscher Tankerflugzeuge den Feind. Und was erfahren wir, die Öffentlichkeit, über die Opferzahlen? Gar nichts. Die französische Regierung hat eine Art Nachrichtensperre verhängt und sagte auf Nachfrage nur, es seien sehr, sehr viele, also Tote. Ist das ein Witz? Nein, das ist ein Test. Was können wir, die Mächtigen, anderen Ohnmächtigen alles antun und wie dreist können wir parallel unsere eigene Bevölkerung medial einseifen? Ich denke, speziell auf diesem Gebiet hat der Militärapparat der französischen Regierung als Teil der NATO einen Endsieg errungen. Warum das möglich ist? Warum die freie Presse nicht nachfragt? Na, weil zum Beispiel der französische Rüstungskonzern Dassault, der unter anderem über Mali seine Jets bombardieren lässt, in Frankreich neben Le Figaro rund 70 weitere Gazetten mitbetreibt. Wir müssen nicht zu Berlusconi schauen. Der Blick nach Paris reicht und hier in der BRD ist es nicht viel besser. Die gesamte Zeitungs- und Medienlandschaft ist direkt oder über Umwege in den Klauen einiger weniger Industriekonzerne, die keine Grenzen kennen und Teil eines gigantischen Machtapparates sind. Das Headquarter des Medienkrebses heißt USA, aber man findet ihre in Abstimmung agierenden Metastasen längst überall. Globalisierung. Was erwarten wir heute eigentlich noch von so einer Presse? Aufklärung? Verklärung wäre die realistische Erwartungshaltung. Wir, das Volk oder treffender die Völker, der Westen, sollen gar nicht eigene Gedanken, eine eigene Meinung entwickeln. Wir sollen eingewickelt werden, wir sollen Propaganda übernehmen. Was haben die, auf die wir zeigen, die Bösen und wir, die Guten, gemeinsam? Nun, das Böse kommt immer von außen und muss daher durch uns, das Gute, also von innen, bekämpft werden, mit allen Mitteln.
Wenn zum Beispiel der Iran, der weiß Gott, nicht über eine freie Presse verfügt, sagt, dass Israel ein Regime ist, das verschwinden wird wie das Regime Südafrika oder UdSSR, ist das keine Drohung, sondern eine Meinung, die auf Beobachtung der Geschichte beruht. Wenn unsere Presse daraus einen Angriffsplan strickt, geschieht das auf Anweisung. Der Iran hat und hatte nie vor, das Land Israel anzugreifen. Warum auch? Israel liegt rund 2000 Kilometer entfernt. Die Bewohner sind Semiten, Juden und Araber. Iraner sind Arier. Wenn ein Land wie der Iran über eine mehr als 5000 Jahre alte Hochkultur verfügt und immer noch existiert, muss er über eine entscheidende Fähigkeit verfügen. Weitsicht. Warum sollte ein Land, das von US-Atombasen umstellt ist, ein Land von der Größe Hessens angreifen? Wozu? Wenn man den iranischen Geistlichen bei aller Verschrobenheit, die sie mit den radikalen Siedlern in Israel und den bigotten evangelikalen Christen in der USA gemeinsam haben, etwas unterstellen kann, dann, dass sie warten können. Alles, was das Regime Iran tun muss, um das Regime Israel loszuwerden, ist warten. Israel schafft sich selber ab. Es ist ein zutiefst zerrissenes Land, das sich mit seiner über 40-jährigen Besatzung Palästinas vor allem selber extrem geschadet hat. Die Bösartigkeit und menschenverachtende Politik gegenüber den Ureinwohnern, vor allem den Palästinensern, hat sich doch längst auf die eigene Bevölkerung übertragen. Wer in Israel als Zivilist ungestört leben will, sollte sich aus der Politik vollständig heraushalten. Tut er das nicht und setzt er sich zum Beispiel für eine Wiederaufnahme des Friedensprozesses ein, fordert er die identischen Rechte für alle Bürger, fordert er Rechtsstaatlichkeit, Folterverbot oder Aufklärung über das landeseigene Atomprogramm, versteigt er sich zu der These, Israel müsse den Palästinensern einen eigenen Staat ermöglichen und sich dafür endlich von den besetzten Gebieten trennen, kann dieser israelische Bürger sich gleich die Karten legen. Er gerät ins Fadenkreuz einer Politmafia, die keinen Spaß versteht. In Israel ist die Pressefreiheit nicht in der Verfassung verankert. Über allem, was veröffentlicht wird, hat die Militärzensur das letzte Wort. Wenn Netanyahu jetzt bei seiner APEC-Ansprache die geistige Generalmobilmachung der US-Amerikaner mit jüdischen Roots anstrebt und sich sicher sein kann, dass die extrem mächtige Lobbyorganisation jeden, der beim Waffengang nicht unmittelbar mitgehen will, unter Druck setzt, weiß er, dass ihn an der Heimatfront niemand in den Rücken fallen wird. Wer denn auch? Die Handvoll linker Intellektueller wie Moshe Zuckermann oder Gideon Levy, die werden im eigenen Land noch weniger wahrgenommen als bei uns Günter Grass. Stellt sich die Frage, welche Macht hat Netanyahu in den USA? Wie weit kann er amerikanische Außenpolitik diktieren? Nun, das ist und bleibt spekulativ, nur sollten wir den eigentlichen Kern dieses Textes nicht aus den Augen verlieren. Genau wie es in Syrien nicht um Syrer und im Iran nicht um Iraner geht, geht es bei der Verteidigung Israels nicht um Israelis. Israel kostet die USA nur Geld und könnte ohne Waffenhilfe und Finanzspritzen von außen gar nicht in dieser aggressiven Außenwirkung existieren. Aber Israel ist für die USA nur dann strategisch wertvoll, wenn es seinen Fans im Ausland, allen voran Deutschland, verkaufen kann, dass Israel in seiner Existenz bedroht wird. Dazu aber muss diese Bedrohung permanent aufrechterhalten werden. Die Strategie der Spannung. Würde dies nicht der Fall sein und Israel sich mit all seinen Nachbarn aussöhnen, wäre das nur von weitem prima für die Bürger des Landes und die USA. Wenn Israel zu einem normalen Land wird, werden die unnormalen Dauerleistungen von außen eingestellt. Zum Beispiel die Militärsubventionen. Das Land würde etwas Wesentliches verlieren. Seine Sonderstellung. Zum Beispiel das Propagandagerücht, hier würde es sich um die einzige Demokratie im Nahen Osten handeln. Eine Demokratie lebt im Wesentlichen von Kernsätzen, deren Inhalte nicht verhandelbar sind. Zum Beispiel in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten oder gleiches Recht für alle. Eine Demokratie ist auch dann noch demokratisch, wenn sie von sich behauptet, gleiches Unrecht für alle. Wesentlich ist die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz. Ist das in Israel der Fall? Überhaupt nicht. Wer als Palästinenser in den von Israel okkupierten Gebieten lebt, ist quasi vogelfrei. Ihm wurde ein Gesetz durch israelische Militärs aufgezwungen, das für den normalen Israeli auf gar keinen Fall gilt, da es ungerecht ist. Dieses speziell für die Palästinenser geschaffene Unrecht dient einzig und allein der Landnahme. Es ist ein Gesetz, das den Staat Israel von Rechts wegen ermächtigt, Unrecht zu begehen an den Palästinensern mit allen seinen Konsequenzen.
Wer sich die Arte-Reportage Das Recht und die Macht ansieht, muss sich die Frage stellen, wie geölt die Propaganda seit Jahren läuft, dass wir alle so tun, als wäre der Anspruch der Palästinenser auf ihr Land nicht legitim, sondern ein Terrorakt. Wer kommt in der Reportage zu Wort? Vor allem israelische Richter, Militärjuristen, jene, die die Paragraphen schufen, mit denen dann aus Unrecht Recht wurde. Seit über 40 Jahren heißt das bis heute, sprich jeden Tag, Landraub, Vertreibung, Verschleppung, Mord, Totschlag, Folter im großen Stil und Administrativhaft über Jahre, ohne Anklage, ohne Richter und ohne Zeugen. Kein Staat hat weltweit mehr UN-Resolutionen nicht nur missachtet, sondern gebrochen. Israel 2013 ist kein Rechtsstaat. Es ist eine Besatzungsmacht, die die Besetzten in etwa so behandelt, wie die Nazis alle Nicht-Arier seinerzeit behandelt hat. Ein bösartiger Vergleich. Nur stammt er von Avraham Shalom, der 1928 in Wien geboren wurde und von den Nazis floh und mal Chef des Shin Bet war. Er sagte wörtlich vor der Kamera: Wir sind eine brutale Besatzungsarmee, die den deutschen Truppen im Zweiten Weltkrieg ähnelt. Das kann sie und das soll sie, denn im Gegenzug wird eine solche Militärdemokratie von seinen Nachbarn gehasst und kann weltweit Schutz einfordern. Dieser geleistete Schutz ist dann aber extrem oft Beihilfe zum Mord. Warum macht die westliche Welt damit? Unter anderem, weil sie Angst hat. Angst, sich einzugestehen, dass aus den Opfern von damals ganz normale Täter von heute geworden sind. Wer das ausspricht, wird automatisch zum Antisemiten abgestempelt und hält fortan den Mund. Mundtot gemacht. Im Namen der Freiheit und zum Erhalt des Status quo. Dieser lautet in Middle East vor allem: Hilfst du mir beim Unterdrücken, helfe ich dir beim Unterdrücken und oder beteilige dich an der Beute. Ganz oben auf der Liste ist das Haus Saud, Besitzer sämtlicher Stammaktien von Saudi-Arabien. In Saudi-Arabien ist Demokratie ein Schimpfwort und geht nur körperlich arbeiten, wer als Sklave von außerhalb mit einer begrenzten Aufenthaltsgenehmigung importiert wurde. Freie Presse? Nur wenn Presse von Press kommt, also Druck ausüben. Saudi-Arabien ist der wichtigste Ölförderstaat in der gesamten Region und nennt die Ungläubigen Number One, die Amerikaner, Homie Number One. Ohne die Waffen aus den USA, aber auch der Bundesrepublik, mit denen vor allem das Volk Saudi-Arabiens unterdrückt wird, würden sich die Scheichs keinen Monat auf dem Thron halten können. Im Gegenzug wurde Saudi-Arabien zu dem Militärstützpunkt der USA in der Region ausgebaut. Vis-à-vis des Iran. Dämmert's jetzt? Der Iran ist nicht das fünfte Rad am Wagen, das bei der Autobahnfahrt mit Vollgas immer klappert. Der Iran ist der Tanklastzug, der nicht überholt werden kann, da die Spritanzeige des Verfolgerfahrzeugs schon lange auf Reserve steht. Das Kapern eines solchen Tanklastzuges will wohl geplant sein, zumal der Fahrer des Benzintrucks den Braten riecht und sich eine Zigarette angezündet hat. Nicht dennoch, sondern gerade deshalb gilt es jetzt, rasch zu handeln. Denn auf dem Highway der Begehrlichkeiten ist nicht nur die Hölle los, nein, es wird auch langsam Nacht. Die Zeit läuft ab. Das wurde von Netanyahu ja erneut betont und ja, es stimmt. Die Zeit drängt wirklich. Vor allem für die USA. Das Land hat sich auf X-Achsen vollständig gegen die Wand gefahren. Die Vereinigten Staaten vereinigt vor allem ein gigantischer Kollaps. Die Infrastruktur ist museumsreif. Die Kriege kosten nur Geld und verlaufen buchstäblich im Sande. Der Bundeshaushalt der USA ist ein Desaster, ohne Beispiel. Die USA stehen kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Parallel dazu kontrollieren nur 10 US-Banken rund 80% aller Wirtschaftsleistungen im Land. Während an der Wall Street wieder Milliarden allein für Boni ausgeschüttet werden, muss ein Fünftel der New Yorker von öffentlichen Küchen versorgt werden. Das sind 20%. America kann sich den American Way of Life nicht mehr leisten. Also tut es das, was die Krone schon immer getan hat, wenn es darum ging, sich dem Desaster des Zusammenbruchs mit aller Kraft entgegenzustemmen. Es rüstet sich für eine Expedition, die nach Gold suchen soll.
Der Goldfund wird das Land wieder flüssig machen, vor allem dann, wenn das Gold selber flüssig ist, also schwarz. Dann kann die USA auch wieder schwarze Zahlen schreiben, denn mit Energie lässt sich extrem viel Geld machen. Man muss nur im Vorfeld die Energie aufbringen, sich mittels Propaganda, Klammer auf, der Iran baut an einer Atombombe, Klammer zu, in eine Position zu bringen, die andere dazu bringt, sich am Raub zu beteiligen. Das senkt die Kosten, schafft Abhängigkeiten und schweißt zusammen. Wer zuerst kommt, fördert zuerst und der Rest schaut in die Röhre. Der Rest wäre in diesem Fall vor allem China. Wenn die iranischen Ölquellen erst einmal demokratisiert wurden, wird vor allem der Verkauf an die Chinesen massiv gedrosselt oder an Bedingungen geknüpft. Zum Beispiel das Öffnen des chinesischen Marktes für das Großkapital aus dem Westen, das dann vor allem mit den erbeuteten Ölquellen wieder über frisches Blut verfügt. Geopolitik. 2013 ein Spiel mit dem nuklearen Feuer. Oder um es mit einem Satz zu sagen, der schon vor rund eineinhalb Jahren einen KenFM-Beitrag eröffnete. Der Krieg mit dem Iran ist beschlossen. Basta. Damals wurden wir für irre erklärt. Gilt das immer noch? Nach Netanjahus Auftritt? Uns allen viel Glück.